Moin Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich immer noch mit dem Van unterwegs in Italien. Ich melde mich hier gerade live von einem sehr, sehr sonnigen Campingplatz in der Nähe von Florenz in der Toskana. Und ja, hab mir einfach gedacht, es gab interessante Neuigkeiten in Bezug auf WoW Classic und darüber möchte ich heute im heutigen Video berichten. Am Ende werde ich vielleicht noch so ein, zwei Worte zu meiner persönlichen Zukunft in WoW erzählen, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den heutigen News an. Ja, ja, was passiert? Blizzard hat auf allen ihren offiziellen Seiten, Twitter, Instagram, auf ihrer Homepage, im Forum und so weiter angekündigt, dass Fresh Classic tatsächlich nochmal kommen wird. Es gibt ja schon so die Überlegungen seit längerem, dass Blizzard das nochmal bringen wird, weil es einfach Cash abwerfen wird wahrscheinlich, weil da viele Leute noch Bock drauf haben. Und ja, weil es einfach Sinn macht, Fresh Classic zu bringen wahrscheinlich. Da ist schon eine Nachfrage auch für vorhanden. Die nennen die ganze Geschichte hier WoW Classic Season of Mastery, beziehungsweise auf Deutsch Saison der, keine Ahnung, schreibt es in die Kommentare, ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall wird WoW Classic mit einigen Änderungen kommen und wie es halt immer so ist in der Community, einige feiern die Änderungen übertrieben, andere haben gar keinen Bock drauf. Es gibt auch viele Leute, die haben gar kein Interesse mehr an Classic Fresh, so eine Art. Also da gibt es in den Kommentaren unter den Beiträgen viele verschiedene Meinungen und ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch und ich sage einfach mal so zu jedem Punkt so ein bisschen meine eigene Meinung, da ich ja doch schon die ein oder andere Stunde in WoW verbracht habe in den letzten Jahren. Ja. Genau, am Anfang wird dir quasi erklärt, worum geht es eigentlich. Ihr müsst euch vorstellen, wir reden von WoW Classic in einer Verlaufsspanne von einem Jahr. Also Classic wird nochmal kommen, wird aber insgesamt, also vom Anfang mit Molten Core, Oni und so weiter, bis zum Ende in Naxxramas nur ein Jahr dauern. Das bedeutet, dass ungefähr alle zwei Monate eine neue Phase unlocked wird. Also wir fangen zum Beispiel an mit MC, Oni, Maraudon und Änderungen, PvP-System und BGs sind von Anfang an in-game. Kann man auch wieder drüber streiten, ob man es gut findet oder nicht. Ich habe damals die World-PvP-Phase gefeiert, andere eher nicht. Aber ich denke, das ist bei einigen Punkten so, ja. Und zwei Monate später würde dann quasi schon Diamond, Azuregos und Kazakh kommen. Zwei Monate später wiederum Blackwing Lair. Und der Dunkelmonia-Markt, zwei Monate später Zul'Gurub und die grünen Drachen. Dann zwei Monate später Ankh-Rai mit Toröffnern und so weiter. Und zwei Monate später dann das Ende von Classic mit Naxxramas und der Scourge Invasion. Dann wichtige weitere Änderungen sind auch, dass die Raid-Bosse geändert werden. Und zwar sollen die mehr HP bekommen. Das finde ich overall schon mal eine sehr gute Änderung. Das haben ja auch viele sich für den Originalen Classic Launch vor zwei Jahren gewünscht, dass man das ein bisschen schwieriger macht. Ich denke, da können wir alle drüber einstimmen, dass es einfach für viele viel zu einfach war im Raiden. Dann steht hier noch, dass die World Buffs im Raid nicht verfügbar sein werden. Das heißt, Oni Buff und so weiter kann man nicht mehr verwenden im Raid. Da gibt es sehr, sehr gespaltene Meinungen momentan. Könnt ihr mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Viele sagen, naja, World Buffs waren so ziemlich noch das Einzige, was irgendwie das Raiden und PvE generell in Classic spannend gemacht hat, für die Speedrun-Meta und dann musste man halt wirklich darauf aufpassen, dass man die Buffs nicht verliert und so weiter. Für die hat sich so dieses World Buff-Gefarme schon so fett ins Spiel implementiert, dass sie es dann vermissen würden. Viele sagen, ey, okay, dann kann ich endlich Classic so ein bisschen entspannter spielen, beziehungsweise ja, dann ist es vielleicht auch nicht so einfach, wenn man die World Buffs nicht im Raid hat. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Mein erstes Bauchgefühl sagt mir, ist eine gute Änderung. Gibt es auch wieder viele Leute, die das wahrscheinlich anders sehen werden. Dann werden alle Mechaniken wieder ins Spiel gebracht, die entfernt wurden. Das heißt, die Raid-Bosse sollen dadurch nochmal ein bisschen schwerer werden. Welche genauen Mechaniken das sind, wurde noch nicht angesprochen. Es gibt kein Boss-Debuff-Limit mehr. Das heißt, man kann endlos viele Debuffs auf die Bosse draufklatschen, das finde ich generell gut. Das hat immer so ein paar Talent-Spezialisierungen eingeschränkt. Von daher ist das eigentlich eine gute Änderung, würde ich sagen. Und
Genau, und ja, dann wird es noch ja, schneller zu leveln sein. Ja? Also, sie wollen quasi den Level Speed erhöhen. Und zwar vor allem wollen sie die XP, die man pro Quest bekommt, erhöhen. Ja? Sie wollen quasi nicht die Mob-EP erhöhen, sondern die Quest-EP. Und das soll sich so ähnlich anfühlen wie in Burning Crusade. Finde ich auch eine gute Änderung. Da gibt es aber auch viele Leute, die sagen: Nein, um Gottes Willen, bloß nicht noch schneller leveln irgendwie. Da gibt es auch schon so ein paar Stimmen, die gesagt haben: Ja, wie sieht das dann mit Mage-Boosting aus? Da kommen wir mal gleich noch zu. Und dann gibt es noch zwei finale Änderungen, und zwar die Meeting Stones, die vor den Dungeons stehen. Kennt ihr diese Steine da, wo man in Classic nicht wirklich was mitmachen konnte? Da soll man dann wie in Burning Crusade Leute mit beschwören können, also bis zum Dungeon hin teleportieren. Mit zwei Leuten, so wie in Burning Crusade eben auch. Das finde ich eine schlechte Änderung tatsächlich. Ich denke, jede Möglichkeit, die es in Classic einfacher macht, große Entfernungen schneller zu überbrücken, mit Teleportieren und so weiter, finde ich immer schlecht, weil es zu weniger Aktivität in der Open World führt. Und ja. Und Increased Mining and Herbalism Nodes steht hier noch. Das heißt, sie wollen auch, es soll mehr Erze und mehr Kräuter in der offenen Welt geben. Finde ich generell auch eine gute Änderung, aber auch nicht so mega relevant. Ich fand das eigentlich in Classic noch vollkommen okay. Jetzt gehen wir nochmal auf die Mage-Boosting-Problematik ein. Und zwar gehen wir hier mal in den Wowhead-Beitrag rein. Und zwar hat Blizzard hier noch geschrieben, weil einige so von wegen so meinten: Naja, wie sieht denn das aus mit der ganzen Mage-Boosting-Thematik? Sie planen hier auf jeden Fall da mal reinzuschauen und zu überlegen, ob man eventuell irgendwelche Änderungen machen könnte, vor allem um solche Hotspots wie Maraudon in Zukunft nicht mehr möglich zu machen, dass die Leute da eben nicht mehr so krass die Leute hochboosten können. Erfahrungsgemäß finden die Magier immer einen Weg, oder dann gehst du irgendwie mit dem Paladin oder keine Ahnung. Ich vermute, die Leute werden irgendwie wieder einen Weg finden, aber mein Gott, dann haben sie wenigstens was zu tun irgendwie. Diese beschissenen Wohnwagen, Mann. Warum können die Leute sich kein normales Auto kaufen, damit campen gehen? Dann gehen wir mit dem Schiff campen, Alter. Okay, versuchen wir es nochmal. So, meine Kamera hat sich leider gerade verabschiedet, Leute. Ja, aber wir sind wieder am Start. Also, Blizzard hat hier geschrieben, dass sie sich auf jeden Fall die Mage-Boosting-Thematik mal anschauen wollen. Finde ich auf jeden Fall wichtig, denn ich glaube, vielen ging das einfach ähnlich wie mir. Das war am Ende einfach nur noch nervig. Jeder Honk hat sich irgendwie Mage gelevelt zum Boosten irgendwie, hat dann irgendwie 3 Milliarden Gold gemacht in der Woche und sich dafür gefeiert. Ja, würde ich nicht so gut finden, wenn das so wieder Einzug halten würde in das neue Fresh Classic. Ja, so viel dazu, Leute. Das ist dann quasi die News. Ich bin sehr gespannt, wie es kommen wird. Ab 5. Oktober, also übermorgen, startet die Beta. Da bin ich hier noch im Urlaub. Aber ihr könnt natürlich gerne mal reinschauen und ihr könnt mir gerne eure Meinung zu der ganzen Geschichte mal in die Kommentare schreiben. Werdet ihr Fresh Classic 2.0 wieder spielen im Verlauf von einem Jahr, die ganze Geschichte? Es hat einige Vorteile, es hat einige Nachteile. Mana im Rucksack hat auch ein sehr gutes Video dazu gemacht, werde ich unten nochmal verlinken. Da hat er zum Beispiel auch so die Frage aufgeworfen, ob man vielleicht sogar noch weitere Changes machen sollte, wie zum Beispiel, dass man die TBC Pre-Patch-Talente schon implementiert, damit so Klassen wie Eulen, Retri-Paladin und so weiter in Classic auch mal vernünftig raiden könnten. Finde ich einen interessanten Gedanken. Wenn man sowieso schon so viele Änderungen macht, könnte man da eventuell auch drüber nachdenken. Er hat nämlich gesagt, dass, naja gut, wenn man jetzt die World Buffs wegnimmt, dann fällt es eben solchen Klassen noch schwieriger, einen Raid-Spot zu bekommen. Und dann, wenn dann noch die Boss-HP erhöht wird, dauern die Kämpfe noch länger und die Eule und der Ele gehen eben noch schneller oben, ja. Ja, gerne eure Meinung zu der ganzen Thematik in die Kommentare, Leute. Ich bin gespannt. Das war's mit den News. Und ja, noch eine kleine Info am Rande. Ich bin immer noch unterwegs. Ich bin gerade so ein bisschen hier in meiner Erfindungsphase und genieße den Abstand zu WoW. Schaue aber natürlich auch bei den anderen Kollegen rein, was da so abgeht. Und wer weiß, vielleicht schaue ich ja in ein paar Wochen auch mal wieder selber ins Game rein. Gucken wir mal. Bis dann. Ciao.